Jetzt setzt sich der Kurs wieder in Bewegung. Diese Arbeiten hatten die Gelegenheit, mit dem gemeinen Volk noch einmal zu reden. Ja, wir hören selbst die Adligen wissen zu schätzen, dass wir Sonne bestellt haben von Fest dazu. Die Stadtgründung und der Bodenbau, die Zeit der Siedler. Ah, bekannte Geschichte, die uns da zuwinkeln. Und glauben Sie mir eins, die liebe Besucher, die werden schwitzen heute hier vor Frühling. Bei der Sonne garantiert. Nach dem 14. Bild, Bogenbau, Siedler und Heinrich der Löwe mit seinen vier Rittern, kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Kreuzträger, Bischof, Bogenherre, Kirchenbau, das nur als Stichworte. Es geht um den Bischofssitz und den Dombau. Dieses wunderschöne Bild mit Festumzug entstand mit Unterstützung der katholischen Kirche. Unmittelbar nach der Gründung Schwerins verlegt Heinrich der Löwe den Sitz des Bischofs Bernhold am Schwerin bei 1171 den ersten Dom und gewidmet das Bistum mit den Rhein am Schweriner See und um Barbie und Rützow. Hier sehen Sie jetzt vom Modellbauern liebevoll nachgefertigt der Bischof ist der Dombau. Es kommen die Zünfte, Händler und Gaukler. Bildmaße waren hier Simon Schäfer, der wir haben Berlin. Und dann kommen die neue Veranstaltung der Rudolf und der Martin Luther übersetzte die lateinische Bibel, redete nicht mehr auf Lateinisch und öffnete den Gläubigen seinen Titel an die Kirchen über den Kapitel. Plötzlich verstand auch die einfachen Menschen die Texte der Bibel und erkannte, dass die Bibel für Jahrhunderte Dinge erzählt worden war, nur dass sie auf der Kirche gründet. Das hin zum Beispiel ein Abschlusshandel mit dem Johann Albrecht I. und sein Bruder Ulrich setzten in Legneburg 1542 die Reformation durch und die lutherische Lehre wurde verbindliche Religion für das Land. Wir kommen
zu den Wallensteinern. Wir sehen Kanonen, Landsknechte, vorher hörten wir die Trockner der Landsknechte. Und wir sind im 30-jährigen Krieg angekommen. Die Bildkarte ist hier das Labor, die MVZ. Der 30-jährige Krieg wurde wegen Rock ständig von den unterschiedlichen Gruppen durchzogen und besetzt. Alle anderen Orte haben auch Schwerin unter den kleinen Herren zu leiden, die plünderten, brandschatzten und junge Soldaten und eigene Männer wurden verschleppt. Die Marktdienerinnen mit ihren Wagen und auch die Obdachlosen dürfen im Festumzug nicht fehlen, denn auch das gehört zum Film des 30-jährigen Krieges. Der Vetter aus Langenbrück stellt die Planwagen übrigens zur Verfügung. Ein schreckliches Kapitel der Geschichte, der Stadtgeschichte, wird jetzt gezeigt, die Hexenverbrennung. Eine wahre Welle der Verfolgung männlicher und weiblicher Einwohner. Als mit dem Teufel im Bunde setzte in der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg bis in das 18. Jahrhundert hinein ein. Der Denunziation war Tür und Tor geöffnet, Frauen, die mit Kräutern oder natürlichen Mitteln krankgehalten oder des Ehebruchs bezichtigt wurden, Kinder, die angeblich zaubern konnten oder Männer, deren Handeln andere störten, die alle wurden rasch der Hexerei angeklagt und gestanden und erfolgte alles, was sie getan hatten oder nicht. So eine Hexerei dafür endeten sie zumeist auf dem Scheiterhaufen. Eine solche Hexenverbrennung war dann ein Schauspiel, an dem fast die ganze Bevölkerung teilnahm. Und so muss das dann damals ausgesehen haben. Hier wird das Ganze klassisch durch Komparsen nachgestellt. Übrigens, diese Szenen spielten sich in Schwerin am Galgenberg, in der Nähe von Bleicherberg und am Hexenberg am Zoo. Wenn wir über die Stadtgeschichte Schwerins reden, dürfen wir nicht die Stadtbrände 1531, 1550, 1651, 1690 und 1697 vergessen. Ein trauriges Kapitel der Stadtgeschichte. Im 16. und 17. Jahrhundert brannten in Schwerin mehrfach ganze Straßen zu. Zumeist leichte mit Feuern oder Blitzschläge verursachten rasch Großbrände, da die Fachwerkhäuser mit Stroh oder Holzdächern leicht Feuer fingen und zu dessen Ausbreitung beitrugen. 1531 und 1558 fielen ganze Stadtviertel und das Land auf den Feuer zum Opfer. Das 1651 erneut vernichtet wurde. Dieser schwerste aller Stadtbrände unmittelbar nach dem Ende des 30-jährigen Krieges verheerte fast die ganze Altstadt. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ein schöner Brauch der Lübecker Martinsmann. Seit dem Mittelalter entstand der Rat der Hansestadt Lübeck jedes Jahr am Martinstag, den 11. November, einen Boten nach Schwerin, der ein Fass Rotwein im Schloss erwiderte. Während Lübeck meinte, dies geschehe aus nachbarlicher Freundschaft, sah Schwerin darin eine Tributzahlung dafür, dass der Herzog von Mecklenburg im 14. Jahrhundert Lübeck in seinen Schutz genommen hatte. Seit dem 18. Jahrhundert ist das Ritual der Ankunft des Martinsmannes in Schwerin überliefert. Bei der Einfahrt in die Stadt mit seiner Kutsche wurde er von den Lehrjungen, der Schweriner Handwerker und Kindern der Stadt empfangen und warf diesen Münzen zu, um sie dann beizubringen. Tja, die liegen gleich. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Fahrt mit Lübecker Martinsmann dann beendet. Erst nach 1990 lebte das Volksfest wieder auf.